Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus der politischen Theologie Karl Schmitts. Zitat: Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer historischen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre übertragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum allmächtigen Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur. Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie. Erst in dem Bewusstsein einer solchen Analogie lässt sich die Entwicklung erkennen, welche die staatsphilosophischen Ideen in den letzten Jahrhunderten genommen haben. Denn die Idee des modernen Rechtsstaats setzte sich mit dem Deismus durch, mit einer Theologie und Metaphysik, die das Wunder aus der Welt verweist und die im Begriff des Wunders enthalten durch einen unmittelbaren Eingriff eine ausnahmestatuierende Durchbrechung der Naturgesetze ebenso ablehnt wie den unmittelbaren Eingriff des Souveräns in die geltende Rechtsordnung. Das heißt, die analoge Entsprechung: Wenn Gott nicht unmittelbar eingreifen kann, kann auch der Monarch in die geltende Rechtsordnung nicht unmittelbar eingreifen. Diese analoge Übernahme. Der Rationalismus der Aufklärung verwarf den Ausnahmefall in jeder Form. Die theistische, das heißt an der Existenz eines persönlichen Gottes festhaltende theistische Überzeugung der konservativen Schriftsteller der Gegenrevolution, konnte daher versuchen, mit Analogien aus einer theistischen Theologie die persönliche Souveränität des Monarchen ideologisch zu stützen. Soweit das Zitat. Die interessantesten politischen Verwertungen derartiger Analogie findet sich bei den katholischen Staatsphilosophen der Gegenrevolution, die sie im 19. Jahrhundert, von denen Sie vorhin schon einige genannt hatten, Herr Dr. Barth, nämlich wie den Franzosen Bonnard, de Maistre, aber am weitreichendsten in seinen politisch-theologischen Konsequenzen, seinem Radikalismus bei dem Spanier Donoso Cortés. Donoso Cortés wurde am 6. Mai 1809 in dem Dorf El Valle de la Serena, Provinz Extremadura in Spanien, in einem streng katholischen Elternhaus geboren. 1824 bis 1828 studierte er Jurisprudenz in Sevilla, wo er sich dem Partido Moderado, einer liberalen spanischen Partei, vor deren Vorstellung er sich später heftig distanzierte, anschloss. Aufgrund seiner Denkschrift über die Lage der Monarchie wird Donoso Cortés 1833 ins Justizministerium berufen. Später wird er Abgeordneter im spanischen Parlament, 1848 Gesandter Spaniens in Preußen, Berlin, ab 1851 Gesandter Spaniens in Paris, wo er am 3.4.1853 stirbt. Sie sehen das hier schon, hat also noch nicht nur sehr theoretisch, sondern hat eine umfangreiche praktische Erfahrung. Das wirkt sich in seiner Staatslehre, wie wir das noch sehen werden, sehr aus. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich will das mal so kurz erwähnen. Dasselbe kann man bei dem Eichendorff feststellen. Auch dort, Eichendorff hat wunderbare, teilweise staatsphilosophische Gedanken entwickelt, die meistens kaum gesehen werden. Und gleichzeitig, er war nicht nur Dichter, sondern er war gleichzeitig auch in Preußen als Verwaltungsbeamter tätig. Das wirkt sich meistens aus. Donoso Cortés hatte aufgrund seiner Reden und Schriften in ganz Europa einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht, stand unter anderem in engem Kontakt zu Papst Pius IX., wovon Sie vorhin gesprochen haben, aber auch dem österreichischen Kanzler Metternich. Diese Kurzbiografie des Spaniers war notwendig, um Donoso Cortés in seine Zeit einzuordnen. Man überlege sich: 1848 Metternich-Sturz, 1848, Bürgerkrieg in Europa, der endgültig die alten Ordnungen zerstörte, die Einheit von Kirche und Staat, Theologie und Politik, den Einklang Gott, Papst, König, eine neue universale Ordnung suchte sich durchzusetzen, verbunden mit für die Zeit unerhörten Ideen. 1850 zum Beispiel, ich erinnere daran, Erscheinen des Kommunistischen Manifests von Karl Marx. Während in der Zeit nach 1789 bis 1848, nach Wiederherstellung der französischen Monarchie, der Begründung der Heiligen Allianz, Erstunterzeichner damals waren Österreich, Russland und Preußen, und der Errichtung einer restaurativen Ordnung im Deutschen Bund unter dem österreichischen Kanzler Metternich, noch gewisse Hoffnung auf Wiederherstellung der alten tausendjährigen Ordnung bestanden, waren diese Hoffnungen mit dem politischen Ereignis von 1848 endgültig untergegangen. Eine theologisch-katholische und auch politische Antwort in radikal zugespitzter Form auf die für den oberflächlichen Beobachter sich scheinbar grundsätzlich unterscheidenden politisch-philosophischen Tendenzen wie Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus gab Donoso Cortés. Er unterschied zwischen zwei Zivilisationen, zwischen denen die künftige Entscheidungsschlacht stattfinden werde.
der katholischen Zivilisation und der philosophischen Zivilisation, wobei Cortés unter der philosophischen Zivilisation alle jenen Strömungen wie Liberalismus, Anarchismus, Sozialismus und Kommunismus verstand, deren Gemeinsamkeit in ihrer antikatholischen Ausrichtung besteht. Aber nicht nur darin, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vermittelnde Positionen zwischen der katholischen und der philosophischen Zivilisation sind danach nicht möglich, wie es nicht möglich ist, auf der Seite Gottes und der Seite Satans gleichzeitig zu stehen. Ist ja heute recht beliebt, wo meistens die Seite Satans das Übergewicht hat. Wie ist nun das gemeinsame, beziehungsweise charakteristische Kennzeichen der philosophischen Zivilisation, was sie radikal von der katholischen Zivilisation trennt? Die katholische Zivilisation, ich zitiere Donoso Cortés, beinhaltet das Gute ohne Beimischung des Bösen und die philosophische Zivilisation beinhaltet das Böse ohne irgendeine Beimischung des Guten. Während die katholische Zivilisation von einer Schwächung des menschlichen Willens, des menschlichen Verstandes, aufgrund erbsündlicher Verhaftung ausgeht, sodass die menschliche Vernunft und der menschliche Wille, würden sie nicht von einer unfehlbaren Autorität geleitet bzw. unterstützt, weder das Gute und Wahre, weder zu erkennen und zu wollen, noch zu verwirken möchten. Emanzipiert sich dagegen der Wille von Gott und die Vernunft von der Kirche, so herrschen der Irrtum und das Böse ohne Gegengewicht in der Welt und wachsen zu gigantischen Ausmaßen an. Die philosophische Zivilisation, und das umfasst hier alle diese Strömungen, Donoso Cortés hat es nicht für nötig gehalten, zwischen all den Einzelnen noch sehr groß zu differenzieren, zwischen Kommunismus, Liberalismus, Anarchismus, was es alles gab, weil er sie letztendlich auf einen Nenner zurückführt. Das führt jetzt über dieses Thema hinaus, damit hat er vollkommen richtig, es ist ja mittlerweile sehr überzeugend nachgewiesen, auch in einigen, in dem Grundsatzwerk von, ich habe den Namen jetzt vergessen, es ist schon eines Jerusalem-Historikers auch, wo nachgewiesen ist, dass 1789 quasi die Wurzel für die westliche Demokratie und die östliche. Talmud. Hat es ganz klar nachgewiesen. Das ist eindeutig, da sieht man also die Wurzel, die vergiftete Wurzel ist dieselbe. Jetzt, die philosophische Zivilisation lehrt, dass die Natur des Menschen vollkommen und gesund sei. Sie lehnt ja die Erbsünde-Lehre ab. Da der Verstand des Menschen gesund ist, vermache die Wahrheit zu sehen und zu entdecken. Und da auch der Wille des Menschen gesund ist, vermache das Gute nicht nur zu wollen, sondern auch zu vollbringen. Wenn dem so ist, dann werden alle großen gesellschaftlichen Probleme dadurch gelöst, dass man die Fesseln, die dem an sich guten Verstand, dem an sich guten Willen auferlegt sind, löst und der Weg wird frei sein für die vollkommene Gesellschaft. Dieses verlangt Befreiung von Gott als der göttlichen Fessel, von der Regierung als der politischen Fessel und von der Familie als der häuslichen Fessel. Jeder, der nicht die Gesamtheit und jede einzelne dieser Konklusionen annimmt, stellt sich außerhalb der philosophischen Zivilisation. Und jeder, der sich außerhalb dieser Zivilisation stellt, aber nicht in die katholische Gemeinschaft eintritt, wandert in leeren, hoffnungslosen Wüsten umher. So Donoso Cortés. Wir sehen das ja typisch am Liberalismus und auch Sozialismus in ihrer philosophischen Grundausrichtung. Der Kommunismus, wir brauchen nur die vollkommene Gesellschaft zu schaffen und dann wird der Staat von selber verschwinden, weil das Vollkommene da ist. Der Liberalismus, jetzt heute schon im Globalismus ausgeartet, indem er sagt, alle Fesseln weg, selbst jetzt mittlerweile die des Staates und eine entfesselte Wirtschaft wird uns zu neuen Ufern führen. Günter Maschke, von dem Sie vorhin gesprochen haben, weist in seinem Vorwort zur Donoso-Ausgabe zu Recht darauf hin, dass in diesem Integralismus, in der sie übersteigerten und ausschließlichen Gegenüberstellung und man auch ausschließenden Gegenüberstellung der philosophischen Zivilisation und der katholischen Zivilisation kein Platz für die Eigengesetzlichkeit der Kultursachgebiete und die Eigenart der Dinge verbleibt. Die Einbeziehung, das heißt Integrierung in die eine oder andere Form der Zivilisation, ist bei Donoso Cortés total. Das ist bei Donoso auch gewollt, offenbarungsgeschichtlich gewollt, weil auch die christliche Offenbarung die Geschichte als den Tummelplatz der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse beschreibt, mit dem endgültigen Sieg Christi bei seiner Wiederkunft. Da ist kein Platz für Eigengesetzlichkeiten. Je mehr der Entscheidungskampf sich zuspitzt, desto mehr wird auch der scheinbar Abseitsstehende in diesen Kampf einbezogen und gleich dann gezwungen, eine Wahl zu treffen. Ich bin überzeugt, dass sich das steigern wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Mit vielen Gründen hängt das zusammen. Donoso Cortés hat nichts anderes getan, als die Offenbarung in ihrer ganzen Wirkmächtigkeit für das religiöse und politische Leben der Völker fruchtbar zu machen, absolut zu setzen. Christus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Der heilige Paulus sagt, es gibt keine Gewalt außer von Gott.
Zwar steht der überweltliche Charakter der Königsherrschaft Christi im Vordergrund. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber das Reich Christi kommt doch für die Welt und in sie, sodass am absoluten Autoritätswillen Christi auch im politischen Bereich nicht zu zweifeln ist. Christus trennt in seinem Werke ebenso wenig wie in seiner Person den Weg von der Wahrheit und dem Leben. Ist das Christentum als göttliche Offenbarung anerkannt, ist man verpflichtet, es als oberstes Prinzip in alle Sphären des geistigen und praktischen Lebens einzuführen, also der Autorität Christi alle politischen und sozialen Interessen unterzuordnen. Denn das Christentum als direkte Offenbarung Gottes kann nicht etwas sein, es ist alles oder nichts. Oder an anderer Stelle im Alten Testament, Deuteronomium 30, 15 folgende heißt es, die Theologen unter Ihnen mögen mir verzeihen, aber als Laie tut man das ganz gerne, die Heilige Schrift öfters mal etwas länger zu zitieren. Siehe, heute habe ich dir Leben und Heil, Tod und Unheil vor Augen gestellt. Wenn du den Geboten Jahwes deines Gottes gehorchst, die ich dir heute anbefehle, indem du Jahwe, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen wandelst und so seine Gebote, seine Bestimmungen und Rechtssatzungen beobachtest, so wirst du am Leben bleiben und dies mehren. Und Jahwe, dein Gott, wird dich in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen, segnen. Wenn sich aber dein Herz wendet und du nicht gehorchst, wenn du dich verführen lässt, fremde Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so kündige ich euch heute an, ihr werdet unfehlbar zugrunde gehen, ihr werdet in dem Lande, in dem du über den Jordan ziehst, um hinauszugelangen und es in Besitz zu nehmen, nicht lange leben. Auch hier diese klare Gegenüberstellung. Der Kampf zwischen Gut und Böse ist auf die staatlich-gesellschaftliche Ebene übertragen, der Kampf zwischen den zwei Zivilisationen, der philosophischen und der katholischen. Dazu äußert sich Donoso Cortes in seinem Schreiben an den Politiker Montalembert. Ich zitiere, welcher dieser beiden Zivilisationen ist der Sieg in der Zeit versprochen? Ich antworte auf diese Frage, ohne dass meine Feder zaudert, ohne dass mein Herz beklommen wird und ohne dass meine Vernunft in Bestürzung fällt, dass der Triumph in der Zeit unweigerlich der philosophischen Zivilisation zukommt. Hat der Mensch es gewollt, frei zu sein? Er wurde es. Hasste er nicht seine Fesseln? Sie fielen in Stücken nieder zu seinen Füßen. Ein Tag brach an, an dem er, um seiner Freiheit den Puls zu fühlen, seinen Gott töten wollte. Tat er es nicht? Schlug er ihn nicht an ein Kreuz zwischen zwei Stecher? Hier handelt es sich um eine sehr einschneidende Frage. Es handelt sich um nichts Geringeres, als herauszubekommen, was die wahre Auffassung des Katholizismus ist über die Wechselfälle dieses gigantischen Kampfes zwischen dem Guten und dem Bösen oder, wie es der heilige Augustinus ausgedrückt hätte, zwischen der Stadt Gottes und der Stadt der Welt. Jetzt Donoso Cortes, Zitat, ich halte es für eine bewiesene und offenkundige Tatsache, dass das Böse stets sich vollendet, indem es hienieden über das Gute siegt. Und dass der Triumph über das Böse eine Angelegenheit ist, die, wenn sich das so sagen lässt, Gott persönlich vorbehalten ist. Das sich hier ausdrückende Gesetz der Geschichte hat Donoso Cortes an anderer Stelle näher präzisiert. Ich zitiere jetzt, es gibt keine historische Periode, die nicht in einer großen Katastrophe geendet hätte. Die erste historische Periode beginnt mit der Schöpfung und endet mit der Sintflut. Nun, was bedeutet die Sintflut? Die Sintflut bedeutet zweierlei. Sie bedeutet den natürlichen Triumph des Bösen über das Gute und den übernatürlichen Triumph Gottes über das Böse mittels einer direkten, persönlichen und souveränen Aktion. Als die Menschen noch durchnässt waren von den Wassern der Sintflut, begann derselbe Kampf aufs Neue. An allen Horizonten ballten sich die Finsternisse zusammen und bei der Ankunft des Herrn herrschte greifbare Nacht. Der Herr stieg ans Kreuz und der Tag kehrte zurück in die Welt. Was bedeutet diese große Katastrophe? Sie bedeutet zweierlei. Sie bedeutet den natürlichen Triumph des Bösen über das Gute und den übernatürlichen Triumph Gottes, in Form der Auferstehung, über das Böse mittels einer direkten, persönlichen und souveränen Aktion. Was sagt die Heilige Schrift über das Ende der Welt? Sie sagt, dass der Antichrist der Herr des Universums sein werde und dass alsdann das jüngste Gericht mit der letzten Katastrophe komme. Was wird diese Katastrophe bedeuten? Wie die beiden anderen wird sie den natürlichen Triumph des Bösen über das Gute bedeuten und den übernatürlichen Triumph Gottes mittels einer direkten, persönlichen und souveränen Aktion. Das ist für mich die Philosophie, die ganze Philosophie der Geschichte. Bei Donoso Cortes, oder man kann auch sagen, ist das Religiöse, nach seinen ganzen Aufführungen, seinen ganzen Analysen, ist das Primäre, die Basis. Wie kommt es nun zum Umschlag von der katholischen in die philosophische Zivilisation.
Darüber hat sich Donoso nur implizit geäußert. Und darauf kommen wir noch zurück. In Form der religiösen Häresien, die dann zu säkularisierten staatsrechtlichen Häresien führen. Aber er hat es mehr indirekt gemacht. Da wollte ich etwas einfügen und sagen, entscheidend ist hier der Wandel des Rechtsbewusstseins, der natürlich in Gang gesetzt wird. Wobei unter Rechtsbewusstsein das Rechtsbewusstsein nicht im juristischen Sinne verengt zu sehen ist, sondern das ganze Konglomerat an religiösen, sittlichen, kulturellen, moralischen, rechtlichen, traditionellen Vorstellungen mit dem Religiösen als der Basis zu verstehen ist. Wandelt sich dieses Rechtsbewusstsein, wandelt sich auch die Staatsform. Das haben wir ganz klar gesehen 1789, als der Schöpferglaube aufgegeben wurde und der Mensch dann selber zum Schöpfer werden wollte. Auf die staatsrechtliche Ebene übertragen, glaubt man, die vollkommene Gesellschaft jetzt schaffen zu können. Das war vorher undenkbar. Man glaubt, es setzen sich einige Leute zusammen, dieser Glaube besteht ja seitdem, das ist ja ganz folgerichtig, der Glaube besteht ja seitdem weiter, man braucht sich nur bestimmte Leute zusammensetzen, irgendeine Verfassung ausarbeiten und das ist es dann und es gäbe irgendwo eine vollkommene Verfassung und eine vollkommene Ordnung. Das wäre undenkbar gewesen vor 1789. Es ist auch gar nicht vereinbar mit dem Wort Verfassung. Verfassung sagt aus, wie ein Volk verfasst ist. Das ist nicht irgendwie ein Stück Papier, sondern das entwickelt sich, wie Eichendorff mal gesagt hat, entwickelt sich wie aus einer Wurzel heraus, bis es dann in seiner Blüte dasteht. Nach 1789 aber war dieses Denken, dass man also quasi sowas sich entweder nur entwickeln kann, aus dem Bewusstsein des Volkes, war ganz weg. Es wurde tabula rasa gemacht, man machte sich selbst zum Schöpfer. Dieser Gedanke der Konstruktion, des Selberschaffens, des Selberschöpfens, kann ja heute auf zig Fragen übertragen werden. Das sehen Sie ja ganz deutlich. Auch die staatsrechtlich-theologische Problematik des Demokratiebegriffes will ich auch in diesem Zusammenhang, obwohl Donoso da nicht näher darauf eingegangen ist, ganz kurz eingehen. Das Aufkommen der Demokratie, überhaupt des demokratischen Gedankens, ist allgemein von Leuten, die religiös veranlagt waren, Denkern, Philosophen, mit Entsetzen betrachtet worden. Weil in der Demokratie, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfassen will, dann müsste man natürlich noch sehr viel mehr zu sagen, und dafür ist die Zeit nicht, die Demokratie letztendlich die Wahrheitsfrage nicht stellt, sondern da wird nur nach Abstimmung entschieden. Ganz deutlich hat das Hans Kelsen in seinem Traktat vom Prozess Jesu gezeigt, was das bedeutet, Demokratie. Da steht Christus vor dem Landweger Pilatus, die fleischgewordene Wahrheit. Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Wir wissen nicht genau, ob er das gesagt hat, weil er wirklich interessiert war, ob er wirklich an der Wahrheitsfrage interessiert war, oder was ist für eine Frage, was dahinter persönlich stande. Jedenfalls, da er es nicht wusste, aus was für Gründen auch immer, lässt er abstimmen. Wen wollt ihr frei haben? Barabbas oder Christus? Und da wird abgestimmt. Und Barabbas wird freigelassen und Christus ans Kreuz gehängt. Das hat der Staatsrechtler Hans Kelsen in seinem berühmten Traktat vom Prozess Jesu sehr gut dargestellt. Das heißt, die Demokratie stellt überhaupt nicht die Wahrheitsfrage. Abgesehen davon gibt es überhaupt keine Demokratie. Als mich 1994, war es glaube ich, der Wolgograder Rundfunk in einem Interview fragte, was ich von der Jelzin-Demokratie hielt, da habe ich mich zurückgehalten. Na Gott, da hielt ich nichts von. Aber trotzdem habe ich mich zurückgehalten, weil ich gesagt habe, bin schließlich ein Ausländer. Als sie mich dann fragten allgemein, was ich von der Demokratie hielt, da habe ich geantwortet, was soll ich zu etwas sagen, was gar nicht existiert. Staatsrechtlich gesehen heißt es zwar, Staatsgewalt geht vom Volk aus, Sie sehen das, Demokratie steht im Grundgesetz auch drin, aber es ist lächerlich. Es hat niemals, das Volk hat niemals regiert und die Demokratie ist heute ein wunderbarer Schirm, hinter dem sich mit den üblichen Phrasen von Menschenrechten dann sich die eigentlichen Schweinereien verbergen. Ich sage immer zu den Studenten, wenn irgendwelche Politiker eine große Schweinerei vorhaben, dann sprechen sie von Menschenrechten. Ja, jedenfalls... Liberalismus, Sozialismus sowie alle anderen Ismen sind in Donosos Cortez-Analysen, das hatte ich schon gesagt, nichts anderes als säkularisierte Häresien, deren Annahme durch die Menschheit diese folgerichtig sukzessive in den Untergang führt. Hier zitiere ich etwas, ich hoffe, dass es nicht zu lang ist, aber damit es auch für diejenigen, denen Donoso Cortez ganz unbekannt ist, doch vielleicht klarer wird. Der erste religiöse Irrtum in der berühmten Denkschrift übrigens, die Sie vorhin genannt haben, daraus zitiere ich jetzt, an seine Eminenz Kardinal Fornari vom 19. Juni 1852. Der erste religiöse Irrtum der neueren Zeit war der Grundsatz von der Unabhängigkeit und ausschließlichen Herrschaft der menschlichen Vernunft. Ohne
Erbsünde anzuerkennen. Diesem Irrtum in der religiösen Ordnung entspricht in der politischen Ordnung jener, der in der These von der Herrschaft des Verstandes besteht. Des Verstandes natürlich, der das Relikt der göttlichen Gnade zurückweist. Das ist damit gemeint. Daher sind auch jene Gesellschaften, die die Herrschaft des Verstandes, die allgemeine Grundlage des öffentlichen Rechtes bildete, die ersten, die von der Revolution heimgesucht wurden. Auf diese Weise sind die konstitutionellen Monarchien entstanden mit ihrem Wahlzensus, ihrer Gewaltenteilung, ihrer Pressefreiheit und der Immunität ihrer Abgeordneten. Gewaltenteilung, ich erwähne es mal nur kurz, ist ja auch ein beliebter Begriff. Gewaltenteilung beruht ja auf Misstrauen. Das ganze System auf Misstrauen beruht. Der zweite Irrtum bezieht sich auf den Willen und besteht im Hinblick auf die religiöse Ordnung darin, dass man behauptet, der Wille sei an und für sich schon gut und er bedürfe weder der Anreize noch der Anleitung durch die göttliche Gnade, um sich dem Guten zuzuwenden. Wenn also man meint, der Wille eines jeden Menschen ist von sich aus ganz gut, dann muss man natürlich in der politischen Ordnung das allgemeine Wahlrecht herbeischaffen, wie er sagt, und hier findet das demokratische, republikanische System seinen Ursprung. Der Mensch ist von sich aus gut, kann das Gute wollen und er bedarf nicht der Anleitung, durch die göttliche Gnade Guten zuzuwenden. Der dritte Irrtum bezieht sich auf die Begierden und besteht in der religiösen Ordnung darin, dass man behauptet, der Mensch sei ohne Sünde empfangen und würde daher durch seine Begierden nur ausgezeichnet. Dieser Irrtum steht ja wohl heute vollster Blüte. Diesem Irrtum entspricht in der politischen Ordnung jener, der die Regierung nur zu einem Zweck geschaffen sein lässt, nämlich zur Befriedigung aller Begierden. Auf diesem Grundsatz sind alle sozialistischen und demagogischen Systeme aufgebaut, deren Parteigänger heute um die Herrschaft kämpfen, die sie, wenn die Dinge weiter ihren natürlichen Verlauf auf so abschüssiger Bahn nehmen sollten, früher oder später erlangen werden. Es zeigt sich also, jede Häresie stört die Ordnung. Einerseits bestreitet sie die Erbsünde und behauptet zugleich andererseits, dass der Mensch einer göttlichen Führung nicht bedürfe. So führt sie zunächst nach der Forderung nach der Alleinherrschaft des Verstandes. Dann zu der des Willens und schließlich, dass allein die Leidenschaften zu herrschen haben. Das heißt also zu einer dreifachen, alle Ordnung zerstörenden Herrschaft. Er sagt jetzt, und das ist quasi die Konklusion, auch das Denken des Donosokrates auf politischer Ebene, man braucht daher nur zu wissen, was auf dem religiösen Gebiete Gott zugebilligt oder verweigert wird, um zu wissen, was auf politischem Gebiet der Regierung zugestanden oder abgesprochen wird. Das wird jetzt, wird die Existenz Gottes geleugnet und verweigert man auch alles der Regierung, sogar ihre Daseinsberechtigung. In solchen fluchbeladenen Epochen erheben sich die anarchistischen Ideen der sozialistischen Schulen und verbreiten sich mit beängstigender Geschwindigkeit. Wenn schließlich die Idee von Gott und der von der Schöpfung so sehr ineinander übergehen, dass man zur Behauptung kommt, die Geschöpfe seien Gott und Gott sei nur deren Inbegriff, dann bekommt, so wie der Pantheismus auf dem religiösen, der Kommunismus auf politischem Gebiet das Übergewicht. Das überlegt man sich 1852 gesagt. Und Gott, der endlich dieser Lästerung überdrüssig ist, überlässt den Menschen verworfenen und verwerflichen Tyrannen auf Gedeih und Verderb. Diese Abhängigkeit des Politischen vom religiös-theologischen ist am anschaulichsten im berühmten Thermometergleichnis wiedergegeben. Das will ich Ihnen mal vorlesen, das ist bei Maschke im Vorwort auch sehr schön angegeben. Zwischen Jesus und seinen Schülern gab es keine andere Regierung als die Liebe des Meisters zu seinen Schülern und als die Liebe der Schüler zum Meister. Als die innere Repression, das heißt die freiwillige Unterwerfung unter den Meister, vollkommen war, war die Freiheit absolut. Es kommt zu den apostolischen Zeiten. In diesen Zeiten befand sich die christliche Religion, das heißt die innere religiöse Repression, auf ihrer ganzen Höhe, auf ihrem Apogeum. Aber ein Keim begann sich zu entwickeln, nicht mehr als ein Keim der Schamlosigkeiten der Freiheit von der Religion. Diesem Anfang des Abstiegs im religiösen Thermometer entspricht ein Anfang des Aufstiegs im politischen Thermometer. Es kommen die feudalen Zeiten. Es befindet sich die Religion immer noch auf ihrer höchsten Höhe, aber bis zu einem gewissen Punkt durch die menschlichen Leidenschaften verderbt. Was geschieht nun? Nun ist schon eine wirklich effektive Regierung nötig. Doch die Schwächste genügt bereits. Und so wird die feudale Monarchie begründet, die schwächste aller Monarchien. Wir kommen zum 16. Jahrhundert. In diesem Jahrhundert mit der großen Reformation Luthers, mit diesem großen politischen, sozialen wie religiösen Skandal, werden die feudalen Monarchien absolut. Es war notwendig, absolut, ich erwähne das mal kurz, es gibt genauso gut nicht nur ein absolut, wir kennen das alle aus dem
Geschichtsunterricht, man spricht von absolutistischen Monarchien, aber es gibt auch die absolutistische Demokratie. Das heißt also, absolut bedeutet einfach nur im Lateinischen losgelöst von etwas. Das heißt, man setzt sich selber absolut, man erkennt nichts außer sich selber an. Und das ist bei der sogenannten Demokratie dasselbe. Sie erkennt nichts außer sich selber an, ebenso wie sie gerade abgestimmt haben. Das war nur eine Randbemerkung. Werden die feudalen Monarchien absolut? Es war notwendig, dass das Thermometer der politischen Repression höher stieg, weil das religiöse Thermometer fortfuhr, weiterzufahren, tiefer zu fahren. Was für eine neue Institution wurde da geschaffen? Die der stehenden Heere. Es genügte den Regierungen nicht mehr, absolut zu sein, verlangten und erhielten das Privileg, eine Millionenarmee zu haben. Trotzdem war es nötig, dass das politische Thermometer weiter stieg, weil das religiöse Thermometer immer weiter fiel. Welche neuen Institutionen wurden da geschaffen? Die Regierungen sagten, wir haben eine Million Arme, die genügen nicht, wir müssen eine Million Augen haben. Und sie bekamen die Polizei. Den Regierungen genügte nicht, eine Million Arme zu haben, es genügte nicht, eine Million Augen zu haben, sie wollten auch eine Million Ohren haben und sie bekamen die Zentralisation der Verwaltung. Und dann sagten die Regierungen, zur Unterdrückung genügen mir eine Million Arme nicht, zur Unterdrückung genügen mir eine Million Augen nicht, zur Unterdrückung genügen mir eine Million Ohren nicht, wir benötigen das Vorrecht, uns an allen Orten zur gleichen Zeit zu befinden. Und sie bekamen es und man erfand den Telegrafen. Betrachten Sie die Analogien, die ich Ihnen vor Augen geführt habe und dass, als die religiöse Repression auf ihrer höchsten Höhe stand, keine Regierung nötig war. Und wenn keine religiöse Repression vorhanden ist, keine Art von Regierung noch genügen kann und alle Despotisten noch zu gering sein werden. Die Wege sind für einen gigantischen, kolossalen, universellen, unmessbaren Tyrannen bereitet. Blicken wir auf die Entwicklung in Deutschland oder auch auf die weltweiten Globalisierungsprozesse, so grenzt die Hellsichtigkeit, mit der Domnosso Contes angesichts des religiösen Verfalls das Drama des modernen Menschen in sich darin anschließenden Verfall von Nation, Heimat, Familien vorausgesehen hat, an ein Wunder. Er hat übrigens auch ganz konkrete Sachen vorausgesagt, auf die ich aber nicht näher hier eingehen will. In Deutschland ist, obwohl viele, ruhig gestellt durch Fernsehen, Konsum, Urlaub und Sex, es immer noch nicht gemerkt haben, der gläserne Mensch weitgehend verwirklicht. Das fernmeldige Geheimnis ist in dem sanften Totalitarismus des verlogensten und heuchlerischen Staates, der jemals auf deutschem Boden existierte, praktisch aufgehoben. Der Angriff des Fremden, wie Werner Olles in einem Aufsatz sagte, häufig zudringlichen Fremden, auf die Traditionsreste Europas wird im Zeichen der Ideologie des Globalismus und Multikulturalismus auch hier wieder ein anmaßender Schöpferanspruch. Man maßt sich an, tausendjährige Ordnung, die Bundeten über den Rest abschieben, vollkommen umzustülpen und einer totalen Presse- und Meinungskontrolle hingenommen, gefördert, um letztlich eine Rückkehr zur alten Ordnung unmöglich zu machen. Zaghafte Gegenstimmen werden unter Faschismus gedacht gestellt, die nicht allein für Deutschland verhängnisvolle Entwicklung als unumkehrbarer naturgeschichtlicher Prozess bezeichnet. Wir leben in einer revolutionären Phase der Geschichte. Die Welt hat das Falsche getan. Der Westen hat sein falsches Prinzip nach der Ablösung eines anderen falschen Prinzips im Osten in den Untergang des Ostens transportiert. Eine Revolution, die nicht zur Explosion führt, sondern zur Implosion im Sturz nach innen, nämlich der Wüstenlehre. Heute ist, um mit den Worten von Domnosso Contes zu sprechen, die er mal gebraucht hat in einem anderen Zusammenhang, der Irrtum in seiner vollsten Blüte, sodass nicht einmal mehr die Fähigkeit besteht, aus Irrtümern Neues zu schaffen. Aber dafür muss heute die Systemfrage ohne Wenn und Aber, ohne Abschwächung und Anpassung gestellt wird. Erst der scheinbar aussichtslose Kampf gegen die Revolution, das heißt der Kampf gegen die von Staat, Kirche, Gesellschaft umfassend und total in Gang gesetzten zerstörerischen Prozesse, konstituiert nach Domnosso Contes den Mann als Mann. Damit, wollte ich dann abschließen und vielleicht, wenn irgendwelche Fragen bestehen. Ich wollte nur kurz hinzufügen, lässt sich natürlich ganz enorm viel jetzt über Domnosso Contes noch sagen, aber das würde ja den ganzen Abend füllen. Das wissen Sie auch, Herr Dr. Barth, die ganzen theologischen Fragen, die da auch noch antauchen. Günter Maschke hat mal gesagt, da wäre der umfassendste Versuch einmal gewesen, philosophisch zu begründen die kirchlichen Dogma. Nämlich, dass die Dogma selbst von der
Aufnahme Mariens in den Himmel, die unbefleckte Empfängnis Mariens, dass die ihre Grundlage haben, selbst in dem Leben hier. Das hat er begründet. So etwas hat es noch nie durch Theologen gegeben. Ist also auch für Theologen sehr, sehr empfehlenswert. Gut, danke für Aufmerksamkeit.